Bio-Crawler. Ja, wir sagen einfach so ein bisschen krabbeln. Ist anspruchsvoll für den Schultergürtel, für den Rücken, für die Beine, für die Hüfte, für alles. Ihr müsst mal gucken, also ich muss selber mal kurz koordinativ mich ein bisschen einstellen bei der Geschichte, dass wir diagonal arbeiten. Ihr geht quasi hier so in den, weiß ich nicht, wie man das nennt, also in die Krabbelstellung, also wirklich nicht hier so hoch, sondern versucht richtig kurz mit den Knien über dem Boden zu sein. Und jetzt arbeitet ihr euch ja diagonal nach vorne. Also quasi rechte Hand, linkes Bein. Und ihr bleibt mit dem Rücken unten. Ja, wir kommen nicht hoch, sondern wir bleiben unten. Und dann ziehen wir hier durch. So, ich habe 5 bis 10 Mal in die eine Richtung und dann das Ding gleich wieder zurück. Also teilt es euch ein, dass ihr wisst, okay, ich bin jetzt platt nach den Wiederholungen. Ihr müsst dann wieder zurück. Ich denke so, 10 Tippel nach vorne und 10 zurück sind möglich. Wenn nicht, macht erstmal 3 bis 5 und dann wieder rückwärts. In einem Satz das Vor- und Zurück. Okay? Dann direkt danach wieder gleich der Wechsel. Ihr legt euch auf den Rücken, die Hände unter den Po und dann Bein heben. Hier hoch, hier runter, kurz nur antippen, die Fersen. Und das zieht er auch so 10 bis 20 Mal durch. Ihr könnt den Kopf gerne ablegen oder lasst ihn oben, wie es euch angenehmer ist. Dann macht er 30 bis 60 Sekunden Pause. Und je nach Fitnessniveau 5 bis 15 Durchgänge. Viel Spaß, bis gleich.